Da waren wir eben beim Bäcker frühstücken hier in Brag. Das ist vor den Toren Hamburgs im Osten. Und hier im Osten von Hamburg direkt ist das Naturschutzgebiet Höltigbaum. Das ist ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Und der ist jetzt schon ziemlich lange Naturschutzgebiet. Und da habe ich gedacht, Blitztour. Blitztour. Willkommen bei Scheißwetter im Naturschutzgebiet Höltigbaum. Sprich, bei flüssigem Sonnenschein. Oh. Herrlich, oder? Ja, toll. Und das Gebiet hier, das war bis 1992 Truppenübungsplatz. Ne? Genau. Und jetzt wandern wir hier einfach mal so schön rein. Und zwar durch eines der größten Naturschutzgebiete in der Umgebung, ne? Ja, der größte Hamburgs, glaube ich. Ich glaube mal. Auch. Oder eins der größten. Ja. Ja, machen wir mal eine kleine Tour hier. Und nehmen euch mit natürlich. Na klar. Kommt mit. Raindrops keep falling on my Wir können diesen Service auch mieten, ne? Kein Bedarf, danke. Okay. Das ist wieder ein Weg nach meinem Geschmack. Bei dem Wetter natürlich nicht ganz ungefährlich, aber urig. Das Schöne bei diesem Wetter oder an diesem Wetter ist ja, dass keiner so bekloppt ist, um sich auf den Weg zu machen und solche Wege zu erwandern. Das heißt, wir haben ziemlich unsere Ruhe. Besser geht's nicht. Und da waren wir in Prag mit guten Freunden, sehr lieben Freunden essen. Frühstücken, also frühstücken. Genau. Und mein guter Freund Frank, der hat gesagt, dass ihn das Regenwetter immer so deprimiert und wie das mir ginge. Und da habe ich gesagt, nö. Also ich finde das, mir ist das völlig egal, wenn ich draußen bin, außer wenn es so heiß runterknallt. Aber jetzt, wo wir hier im Regen rumlaufen, fällt mir natürlich auf, dass das mit der Technik total nervig ist. Das weil ist alles wahr. Nass werden. Ja. Aber sonst ist wurscht. Ja, und mit dem Schirm in der einen Hand ist das natürlich noch ein nervigeres genau. Rumgefummel, als wenn du eben nur die Technik in der Hand hast und nicht immer noch den Schirm oben drauf. Ja, es ist nicht so entspannt. Du hast eine Hand weniger und das ja. Merkt man. Genau. Hier in Höltigbaum sind auch wahnsinnig viele Vögel zu finden, je nach Jahreszeit natürlich, die selten sind. Den Ziegenmelker zum Beispiel, den haben wir hier auch schon gesehen im Rahmen von der Führung. So, und da haben wir hier noch so eine alte Panzerstraße. Da gibt es so einige von, die sich hier durchs Naturschutzgebiet ziehen. Das ist wohl eher was Neueres hier. Aber diese Platten hier, die sieht man also hier überall. Und wir gehen weiter. So, hier haben wir dann nochmal die ganz deutlichen Panzerstraßen. Eine richtige Kreuzung. Hier sind die dann damals durchgedonnert. Bis 92 war das, ne? Genau. Genau. Und wir gehen mal hier weiter. Hier ist eine Weidetiere-Sperre. Wir haben nämlich jetzt wieder Weidegebiet betreten, auch wenn man es nicht sieht. Im ersten Moment dachte ich, das wären Grabsteine. Ich vermute allerdings, das sind keine. Aber was könnte das sein? Wenn ihr eine Ahnung habt, schreibt es in die Kommentare. Was sind das hier für Steine?
Also wir waren ja schon öfter hier im Hölchenbaum, das heißt öfter zwei, dreimal. Aber da sind wir immer über so, nur über die Panzerstraßen lang gelaufen, ne? Genau, und einmal auf dem Rückweg war so ein Stückchen auch verwunschen, aber nicht so urig wie das, nee, was wir hier erleben. Und dass das hier so tierisch ist, hier wie so ein Urwald mit so Mini-Faden. Das war uns nicht klar. Richtig, ja, geil. Und die gibt es immer wieder, ne? Hier so, so Teilstücke. Richtig cool. Wenn Michael rote Beeren sieht, egal ob an einem Bauch oder an einem Strauch, kann er nicht einfach an ihnen vorbeigehen. Er muss immer stehen bleiben und eine Makroaufnahme machen. Egal zu welcher Jahreszeit, egal bei welchem Wetter. Rote Beeren müssen aufgenommen werden. Ja, stimmt. Ich bin total süchtig nach roten Beeren mit Tropfen dran. Also natürlich nur cinematografisch, sagt man. Nicht essen, bloß nicht essen. Guck mal. Vielleicht waren das einfach Brückenpfeiler ehemals. Aha. Guck mal. Also jetzt sind wir gerade hier auf diesem Glitschi-Weg. Der ist richtig ätzend. Was sagst du? Man rutscht immer aus, ne? Der ist extrem rutschig. Total rutschig. Ich bin schon einmal in die tiefe Pfütze reingeslidet oder geschlitten. Naja, regnet immer noch. Herrlich. Ja. Bei dir alles gut? Bei mir ist alles super. Ich genieße es. Ja, gut. Da würde ich sagen, der deutschen Panzer Marion und Michael rollen wieder. Was bist du denn für ein Panzer? Ein Rollpanzer? Ich bin Marshmallow. Was ist das denn? Ein ganz berühmter Panzer. Ah, das. Ja, die Besonderheit von Marshmallow 2 Panzer ist, dass er so weich ist, dass er nicht kaputt zu kriegen ist. Geil. Der Feind schießt, ne? Jo. Dann kommt das Geschoss, schlägt ein und wird zurückkatapultiert. Ah, wie so ein Trampolin quasi. Du bist das Trampolin unter den Panzern. So ist es. Ah. Bam, 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 bam. Dann sieht das cool aus. Aber ich sag ja, du bist der Künstler. Lass mich zurück. Ich sag, da ist noch jemand, der weiß, wie man Regenwetter genießt. Ja. Das war unsere kleine Blitztour durch Höltigbaum in Hamburg. Durch das schöne Naturschutzgebiet bei strahlendem Flüssig-Sonnenschein. Ich habe es geliebt. Ist nicht jedermanns Sache. Mir hat es Spaß gemacht. War schön, dass ihr dabei wart. Die Bilder sind natürlich so ein bisschen grau in grau, aber da kannst du nichts machen. Das stimmt. Spektakulär war es auch nicht, ne? Aber schön. Es war schön und die Luft war so toll. Das können wir leider gar nicht so transportieren in den YouTube-Videos. Das muss man selber rausgehen. Deswegen abonnieren und liken nicht vergessen, das ist Punkt 1. Aber die Blitztour ist auch immer einfach irgendwo hin und gefilmt und da erwarten wir auch nichts Spektakuläres. Ne? Genau, wir zeigen euch einfach schöne Orte, die uns gefallen. Wir wissen, da ist es schön, da sind wir gerne unterwegs und da nehmen wir euch mit. Genau. Abonnieren und liken nicht vergessen, hatte ich schon mal gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen. Draußen ist das Leben. Geht raus. Tschüss, danke fürs Mitkommen. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Ciao. Wir machen das nochmal. Gut. Und gucken mal. Ach komm, rede du, ich hab keinen Bock.